Ihr guckt euch die in Ruhe an, ihr zählt langsam und deutlich mit und dann kann nichts schiefgehen. Wenn ihr trotzdem mit irgendeinem Groove überhaupt nicht klarkommt, dann guckt euch einfach meine Demonstration nochmal an. Spult dahin zurück. Ich spiele ja immer alles viermal vor, richtig schön langsam auch. Dann kriegt ihr den Eindruck, wie das klingen muss. Dann setzt ihr euch direkt an euer Set, zählt deutlich mit, guckt euch die Noten dazu an und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesen 10 neuen Grooves.